Hallo, willkommen zu einer neuen Runde ICBM Escalation. Genau, ich habe immer noch diesen Pressebild, nicht zu wechseln mit dem Beta-Bild, weil da gibt es so eine NDA. Da wurde ich mal gefragt, aber die Presse ist ohne NDA, definitiv, ja. Wir haben mit dem Publisher darüber gesprochen. Genau, und entsprechend ist aber auch eine Vorabversion. Also da ist noch nicht das ganz fertige Spiel, da gibt es noch ein paar Baustellen. Soll ich die deutsche Sprache, wenn ich die einstelle, stürzt das Spiel bei mir persönlich hier ab, ne? Aber die ist auf jeden Fall vorgesehen, die deutsche Sprache. So, wir spielen nochmal den Standoff. Ich habe jetzt auch gestern noch die halbe Nacht durchgespielt und eine ganze Menge Sachen herausgefunden. Wir nehmen jetzt erstmal eine andere Map hier, machen das historisch, das Ganze. Ein paar Knöpfe scheinen auch noch nicht zu funktionieren. Also wenn ich jetzt hier, soweit ich das zumindest im Moment sehe, haben die alle, man kann das GDP hier unten, kann man equalizen. Das ist nicht equalized, also ausgeglichen. Was bedeutet, ne, dass die USA stärker als Pakistan meinetwegen ist, und das will ich auch so haben. Aber es scheint so, wenn ich auf die Knöpfe klicke, dass die genauso viel haben, also zumindest 100%. Und das scheint ja dann immer der gleiche Wert zu sein. Also wenn ich jetzt hier, ne, keine Ahnung, auf China klicke oder Indien, ja, das ist ja dann so in den 50er, 60er, nee, 80er Jahre ist das in diesem Falle. Ne, die haben alle das gleiche an GDP. Und da glaube ich, dass das noch nicht funktioniert, ganz das Tool. Man kann auch vorgefertigte Teams machen, kann aber keine Teams definieren hier vorne. Da scheint auch noch ein bisschen buggy zu sein. Also was ich sagen will, ist das eine Vorabversion, ne? Dass ihr da nicht zu streng seid. So, was spielen wir denn? Wir spielen die USA und da gibt es natürlich die NATO nochmal einzeln. Das Ding ist halt, dass ich da nicht garantieren kann, dass sie verbündet sind. Also ich mache einfach ein Bündnis, damit es halt ein bisschen, ne, historisch passt. Genau, wir machen dann diesmal die USA und dann machen wir ein Bündnis mit der NATO. So, genau, dann legen wir einfach mal los. Kann auch andere Text machen, kann auch den Anfang anders machen. Ich will das aber so ein bisschen, was die historisch vorgesehen haben, hier spielen jetzt. Ja, sonst könnte man nochmal die Nation ändern, da ich jetzt irgendwie mit drei Trägern anfange, statt mit zwei oder irgend sowas. Ne? Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich mache direkt die Allianzen, damit die richtig eingeloggt sind. Ich hoffe, dass das Spiel das hier dann macht. Also Cooperation. Das hält trotzdem, glaube ich, nur. Nicht Cooperation, Partnership. Ich glaube, es hält trotzdem nur 2 Stunden das Ganze. Ingame-Spielzeit. Genau, sonst müssen wir keinen reinpacken. Und dann kann ich nur hoffen, dass sich halt die richtigen verbünden. Also, wenn sich jetzt Soviet Union mit neutral verbündet, bin ich am Arsch. Genau, Counteroffer. Also, ich muss der NATO eine Army Base geben, damit die dieses Bündnis mit mir eingehen. Army Bases sind relativ teuer. Na gut, aber bei der NATO macht das ja fast Sinn, ist ja dann im Team sozusagen, Alliance ne? formed. Okay, dann machen wir das so. Was mir übrigens letztens gar nicht aufgefallen ist, das ist gut versteckt, wenn ihr hier draufklickt, dann habt ihr tatsächlich hier verschiedene Optionen. Zum Beispiel könnt ihr hier vorne könnt ihr verschiedene Sachen bannen. Das ist ganz interessant. Dann tut die ganze Welt darüber abstimmen, dann hält man sich da dran. Das kann sehr wichtig sein, wenn jemand euer Erzfeind quasi anfängt, ne, irgendwas zu taggen, was ihr nicht kontern könnt. Ist besonders für Multiplayer super interessant, also im Sinne von, ne, Menschen-Multiplayer. Allein-Settings, genau. Da machen wir auf jeden Fall. Genau, müssen wir voten in der Alliance für. Cooperation in Research. Wollen sie nicht. Okay, Radar-Sharing. Das machen wir sicher nicht. Allow to build on territory. Sollen sie auch nicht, weil nach 2 Stunden ist vielleicht nicht mehr gült. Mutual Defense Treaty. Genau, das ist ganz wichtig, weil die Alliance hat mich am Anfang irritiert. Als ich angegriffen wurde, hat sich der Rest der Allianz einen Scheißdreck drum gekümmert, einem zu helfen. Ne? Und dann Research Sharing. Haben die angenommen. Okay, also die NATO ist ein bisschen tricky offensichtlich, ja. Und wenn wir mal einladen wollen, müssen die auch drüber abstimmen, aber ja, wir haben auf jeden Fall hier einen NATO-Freund. So, hier oben kann man jetzt seine Spionage nochmal anmachen. Wir wollen alles auf die Sowjetunion packen, das ist unser Erzfeind. China kann man auch nochmal vielleicht gucken, ist ja über dem Ozean. Obwohl die Amerikaner sind meine Nachbarn, ne? Da muss man aufpassen, dass die nicht die auf Mist bauen. Soviet Allies, da kann man hoffen, dass sie sich euch verbünden. Ja, und noch China dazu, den Rest ignorieren wir. Genau, Current Production, Active Research, Stockpiles. Die Frage, ob ich das alles brauche. Weil je weniger ich davon mache, desto effektiver ist das andere, würde ich jetzt mal unterstellen einfach. Technologies, Counterintelligence, Deal. Das macht ja keinen Sinn, irgendwas zu klauen, was ich nicht benutze. Und da würde ich das auch ausmachen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich eh das Teuerste. Einfach gucken, was der Gegner macht. Darum geht es mir im Moment. So, man kann übrigens die Map auch ändern, wenn man möchte. Ne? Also man kann hier auch sagen, das gehört dann noch zu USA oder nicht. Also man kann die anmalen vor dem Spiel.
So, wir haben auf jeden Fall jetzt das so. Wir können die Farben auch ein bisschen dicker machen, aber ich glaube, dass das schon ganz gut ist, so wie das gerade ist, oder? Das machen wir erstmal bunt, ist ja egal. Ja, also dann gucken wir mal, dass wir unsere Assets verteilen. Vier Army Base. Ja, also Army Base, da kann man halt produzieren. Die hat so ein bisschen Defense-Anlagen. Man kann von da Truppen schneller verlegen und man kann vor allem Truppen da nur deployen. Also die ist ganz gut, wenn man einfach mal überall verteidigen möchte. Nicht zu sehr an die Küste. Obwohl die halt eben Cruise Missiles so abfangen können, wenn er die upgradet. Habe ich gestern gesehen. So, was haben wir denn hier? Landungsschiff, Army, Radarsites. Klar, ne, machen wir die jetzt mal gerade. Hier muss man, glaube ich, aufpassen, wenn die hier deployt, weil da nicht so viel Platz ist auf Hawaii. Man will die ja auch beschützen daher. Also bei Hawaii was sehen wäre, glaube ich, schon schön. Man kann auch, ohne dass Krieg ist, können Special Ops bei einem vorbeikommen. Da sollte man auch ein Auge drauf haben, wahrscheinlich. Ja, wir brauchen mehr Radarsites. Hab dabei Hawaii vielleicht ein bisschen übertrieben. Airbase. So ein bisschen zentral drum stellen für die Verteidigung. Also Special Ops Truppen können halt auch mit U-Booten ausgeschleust werden. Ne? Da muss man schon sehr heftig aufpassen. Ja, die Frage ist, ob ich hier eine Airbase draufpacken will oder eine taktische Airbase. Das ist schon ein Unterschied. Also ich habe das Gefühl, wenn ich das hier hinpacke, muss ich auch einen großen Flottenverband haben um Hawaii. Ansonsten funktioniert das nicht, die zu beschützen, den ganzen Krempel. Aber was ist ja ein Stützpunkt im Pazifik? Wer weiß, ob man dem Chinesen vertrauen kann. Also die werde ich aber, glaube ich, eh abfangen. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Dings brauche, oder? Das sind so Checkpoint Charlies, wenn ihr das nennen wollt. Also die decken auf jeden Fall Special Ops auf, wenn die bei uns einsickern. Da kann man halt so eine Basis und sowas beschützen. Das kann sonst sehr teuer werden, sehr schnell. Ein Special Ops, der hier rumläuft und alles sprengt, wäre halt fatal, ne? Also diese Dinger sollte man, glaube ich, schon bauen. Gegner weiß ja nicht, wo die dann sind. Dann läuft der rein, ist direkt tot. Aber ne, wenn hier ein Special Ops rumläuft und diese Radaranlagen irgendwie identifiziert hat und die dann einzeln ausschaltet und dann kommt der Atomschlag, dann habt ihr ein Problem. Also da ist ein ganz neues Minigame drin. So, das wäre unsere Flotte hier vorne. Ja, ist die Frage, wie weit wir die NATO in Europa da supporten mit der Flotte. Also, wie gesagt, das ist ja auch hier Feindesgebiet, ne? Und man weiß ja nicht, ob man den trauen kann. Und wie gesagt, den Stützpunkt würde ich nur ungern abgeben. Also. Kreuzer. Die versenken jedes Schiff. Ich glaube, U-Boote kann man mit Zerstörern am Anfang noch nicht suchen. Ja, also ein großer Verband. Und dann nochmal ein Carrier dabei. Muss man vielleicht nochmal anders hinstellen. Ja, ansonsten kann man jetzt noch einen kleinen Verband im Osten machen. Der wäre aber wirklich sehr klein. Ja, nee, wir machen ja einen großen Verband. Ich glaube, ich will die Flotte nicht aufteilen. Wollen die Europäer sich bitte um ihre eigene Flotte kümmern? Ja, Landeschiff dann entsprechend. Klar, braucht man Truppen. Ich habe da keine Army Base jetzt auf Honolulu. Von daher macht ein Landeschiff nur hier Sinn. Und jetzt kann man die Truppen natürlich jetzt hier bei den Ground Bases nur verteilen. Ihr könnt drei Stück in eine Army Base reinpacken. Und ich kann natürlich genug nebenpacken und wieder neu reinpacken. Wenn ihr drei reinpackt, ihr könnt halt, ihr habt drei Transportflugzeuge da drin, also die einfach sehr schnell deployen könnt auf der Welt. Auch im feindlichen Gebiet, die landen dann einfach auf dem Boden. Wie Fallschirmjäger, wo es eine Division ist, aber hey, da habe ich kein Problem mit. So, ist auf jeden Fall alles gesichert. Glaube nicht, dass wir bereit sind für einen großen Bodenkrieg. Genau. Follow Destroyer, das ist ja kompletter Schwachsinn hier. Die hat das automatisch irgendwie eingeloggt, dass sie sich supporten hier gegenseitig, aber.
eigentlich linke Maustaste. Also mit Alt könnte die halt normal sagen, was sie machen sollen. Genau. Muss immer nur Pause wegklicken. Gut, da können wir noch ein bisschen nach außen bringen. So, genau. Ich glaube, jetzt alle da oben brauchen wir nicht. Also dann machen wir den freien Modus. So, die Streitkräfte der NATO sind deployed. Weiß nicht, ob die da besonders viel haben. Wir haben keinen West-Berlin. Skandal. Also die NATO-Streitkräfte am Boden sind ja albern gering. Du hast wirklich dann Security hingestellt. Okay. Ja, Kanada hat seine eigene Army-Base. Natürlich Käse, dass in Kanada so relativ viel steht, aber klar, dann ist das halt so bei der NATO. Union im Mittelmeer gibt es einen Verband, okay, mit Landeschiff. Also die Bodenstreitkräfte der NATO sind ja albern. Wirklich albern. Wir müssen halt jetzt mal entscheiden, was wir haben wollen. Sollte immer hier schon was reinqueuen, weil sonst der es verloren geht, wenn ich das richtig verstanden habe, der Tag. Das ist die Frage, welche Richtung wir gehen. Also Wirtschaft würde ich jetzt erstmal sagen. Die können wir ausbauen. Hier vorne ist das, ne? Produktionsspeed wird dann verbessert. Genau, wir gehen also die ganze Wirtschaft und Research ist das hier, glaube ich. Genau. Also Research, Wirtschaft. Und dann gucken wir erstmal, was die Gegner machen und dann kann man immer noch Sachen einloggen. Es ist halt Steinschere Papier so ein bisschen, ne? Und da muss man, oder auch so hart, muss man ja gucken, dass man das Richtige immer taggt und herstellt. Genau, und dann haben wir jetzt zwischendurch nochmal Truppen. Haha, in Kanada haben sie eine Riesenarmee deployed. Glaubt ihr nicht, das wäre sinnvoller gewesen, das in Europa zu deployen? Oh Gott. Ja, die NATO, ey. Also nicht so ungut, aber das ist ja völliger Schwachsinn da oben, ne? Also die Alliance Storm. NATO-Bodenstreitkräfte brauchen wir natürlich hier in Europa. Also wenn der Russe da gleich drüber läuft, dann kommen die viel zu spät zu dem Kampf. Das mag ja schon fast historisch sein, ne? Aber trotzdem ist das nicht toll. Also ein paar mehr Leute wären schon schön in Europa zu haben. Sie werden ja fast überfahren dann. Also ob zwei Divisionen den Warschauer Pakt aufhalten, das wage ich zu bezweifeln. Genau, Warschauer Pakt, die Soviet Union haben sich verbündet. Soviet alles, Allah ist aber noch nicht, ne? Also nicht sicher, ob das irgendwie ein Skript mit dieser Alliance Map hat. formed. Ja. Amerika. Also ich würde fast vermuten, dass das Spiel jetzt frei läuft eher. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass die uns den Krieg erklären und sowas. Da sind wir natürlich richtig am Arsch. Also da müssen wir hier tatsächlich auf neutral achten und neutral die gesamte südliche Hemisphäre. Aber ich lasse mich erstmal überraschen. Also vielleicht ist das ja auch nicht so. Aber es wäre potenziell zu komplex dann das Spiel, ne? Wenn ich jetzt auf jeden da achten muss, was der macht. So, Informationen Alliance haben wir noch nicht. formed. Weiß? Ah, okay. Genau, die machen jetzt Allianzen. Also die KI neigt dazu, Allianzen zu machen in dem Umfang, wie ihr Allianzen macht. Das ist mir schon aufgefallen. So, die Frage ist, ob wir die Flugzeuge patrouillieren lassen wollen. Voting, ob wir Indien in die Allianz einladen wollen. Also historisch wäre das jetzt nicht, ja. Indien und Pakistan sind auf jeden Fall noch über, wenn wir Indien jetzt reinnehmen. Ich weiß es nicht. Also wir haben ja einen Defense-Pakt, ne? Das heißt dann, das ist ja noch so eine Landkraft, die man kaum verteidigen kann. Also wenn wir die reinnehmen, dann wird eine andere Allianz auch stärker. Von da wäre ich dagegen. Wir sind jetzt schon genug hier dünn aufgestellt für meinen Geschmack. Alliance formed. Genau, jetzt sind die Inder in die Grey Alliance. American Allies da. India neutral. Das ist halt jetzt ein sehr starker Block, muss man sagen. So, wir versuchen mit den U-Booten, ob wir hier ein paar Sachen sehen.
Pakistan möchte uns rein. Ja, wenn ich Indien nicht aufnehme, nehme ich Pakistan auch nicht auf. Die sind ja wahrscheinlich noch schwächer. Den U-Booten scouten gehen. Ja, also ich glaube fast, dass die Russen nicht unser Hauptgegner sein könnten. Mal überraschen lassen. Early Cruise Missiles. Das hätte ich gestern in der Runde auch gehabt. Das machen die Russen wohl nicht immer, aber man Alliance muss ein bisschen formed. aufpassen. Ja, es haben die genommen. So viel besser ist das wahrscheinlich auch nicht gewesen. Aber sind ja die Sowjet-Allies, nicht die anderen. Die Cruise Missiles abfangen. Das war ein Riesenkrampf gestern herauszufinden, wie man die denn kontert. Research complete. Auch ein Discord, da eine Diskussion gehabt drüber. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das tieffliegende Raketen und sollen angeblich von SAMs gekontert werden, weil sie nicht ballistisch sind. Je nachdem, welche Ausbaustufe man hat. Und CSWI heißen die, glaube ich. Dass man Long Range, Short Range immer so möchte. Aber genießt das ein bisschen mit Vorsicht. So, Intelligence Center, Research Center bauen wir. Genau. Wir bauen jetzt einfach alles aus. Da müssen wir ein bisschen Produktion freigeben. Könnte man auch beschleunigen, ne? Also Research Center ist ja Research verbessern, Einkommen quasi. Ja, Informationen über die Feinde ist noch sehr gering. Nicht existent quasi, könnte man das auch nennen. Missile Guidance. Ein Krieg zwischen den Neutralen und China und American Allies und ja, also die brauchen eine bessere Übersicht für die Kriege. Die war jetzt gerade hier, aber es gibt, glaube ich, soweit ich das sehe, keine Übersicht über Kriege sonst. Also ich kann jetzt hier, glaube ich, nicht draufklicken und sagen, der hat Krieg gegen den und den. Das ist ein bisschen ärgerlich. In jedem Fall haben wir jetzt die irgendwie Krieg untereinander, mehrere von den Fraktionen. Aber ich könnte das jetzt nicht herausfinden, wie das der Krieg läuft, wer gegen wen Krieg hat. So. Also NATO-Streitkräfte, ne? The Research Center, weil das das nicht mehr verteidigen kann. Also ich denke, das wird. Genau, Allies und Neutral haben Krieg. Sowjet-Allies. Und Neutral. Das heißt aber nicht, dass die ganzen Fraktionen Krieg haben. Also Krieg ist so ist ein bisschen unübersichtlich derzeit, ne? Da müssten die sich mal ein System überlegen. So, ich glaube, das sind NATO-Streitkräfte, die hier unter Feuer sind. Also haben wir jetzt auch Krieg gegen irgendjemanden. Das ist wirklich. Also den Krieg gegen mich sehe ich dann hier unten genau. Also gegen beide Allianzen, Teile von denen Krieg. Die nehmen nicht alle daran teil. Ich müsste ja direkt mit da drin sein im Krieg, hätte ich jetzt gesagt, ne? Weil wir diesen Defense-Pakt haben. Es sei denn, die NATO hat jemand den Krieg erklärt. Dann wäre das ja ein Angriffskrieg und dann wäre ich nicht als Defense-Bündnispartner mit dabei. So wäre mein Verständnis derzeit. Also der Warschauer Pakt auf jeden Fall. Nuklear Midcourse ABMs, das sind, soweit ich das verstehe, Raketenabwehr. Es gibt Midcourse und es gibt wie heißen die anderen denn? Heißen die nur ABMs? Das ist schon Short- und Long Range. Zerstörer. Special Ops haben die hergestellt, die Neutralen. Also, wenn die für mich hostile stehen, sind wir ja mit dem Krieg bei denen, sonst steht das ja, glaube ich, nicht bei. Ja, neutral Krieg, aber das ist ja neutral hier unten, ne? Dann kann ich da jetzt einmarschieren. Wenn die da Truppen haben, habe ich Pech. Mal sehen. Airbase. Geleitschutz bereitstellen. So, ansonsten, falls jemand kommt, der Streit sucht.
Ich suche immer meine eigene Airbase in dem Spiel. Muss die irgendwann mal adden. Wir machen das jetzt erstmal so. Die waren was einsatzbereit für die Verteidigung. Ja, kann man die Flotte jetzt auslaufen lassen? Also ich weiß ja nicht mal, wo die gegnerischen Flotten sind, wenn die überhaupt welche haben. Die Carrier auf jeden Fall. Können wir mal darüber Production complete. fahren? Genau, wir haben nämlich zwei Carrier. Alles in die Luft bringen. So, wir machen jetzt einen Großangriff hier. Mexiko. Also ist ja nicht mein Problem, dass sie uns den Krieg erklärt haben. So, jetzt haben wir das. Ich würde gerne mal so ein bisschen Spies organisieren. Die Specialized Airbase, die kann so einen Spy Plane starten. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt, aber es hat jetzt keine super Priorität. Könnte schon mal den nächsten Tags einloggen. Da ist immer die Frage, was man da braucht. Also ich glaube, die Close-in-Weapon Systems, die sind immer gut, weil die jetzt auch auf die Schiffe vor allem geht. Und dann hier für die Missile schon mal holen. Was steht, da steht. Genau, also die beiden Systeme. Ich vergesse immer, was besser ist. Ich glaube, das eine ist halt, also das eine ist Short Range, das andere ist Long Range, aber frag mich mal, was was ist. Wir brauchen auf jeden Fall beides, um sicher zu gehen. Und ich teile das ja auch mit den Europäern. Okay, ich bin jetzt hier gelandet. Tatsächlich standen da unten Truppen, haufenweise. Dann lass mal meinen. Ich mache das mal hier automatisch. Also alles, was irgendwie Flugzeuge hat und in Reichweite ist, macht. Times, ja. Geht gegen Army-Divisionen. Und dann bomben wir die nonstop. Und hoffe, dass es am Anfang noch funktioniert. Ich mache es jetzt nur gegen neutral erstmal, weil ich das fokussiert hier vorne haben will. Ja, Max Range gegen neutral. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht über die ganze Welt fliegen. Genau, da würden sie jetzt hinfliegen. Kann man so gucken, was das halt machen würde. Und dann würde ich den Verband tatsächlich, weil es ja Flugzeuge sind, die kämpfen können, würde ich versuchen, da hinfahren zu lassen, dass sie eben hier aushelfen. Die haben ja die ganzen Bomber an Bord. Genau, du sollst da mitfahren. Okay. Ja, hier vorne ist jetzt ein Problem, ne? Die werden wir wahrscheinlich auch aufs Maul hauen. Weil die können halt reinforcen da, das kann ich nicht vor Ort. Von daher versuche ich jetzt hier die Truppe zusammenzuführen. Drops hinter den Linien haben aber funktioniert. Also sind das jetzt alles hier am Occupying, glaube ich. Cancun. Ich glaube, da oben muss ich ein Stück näher ranfahren, damit die das Occupying. Mein Transporter wurde angeschossen. Da ist irgendwo ein Flugplatz. Wenn ich den sichte, kann ich natürlich direkt vernichten hier im Hinterland. Jetzt versuchen wir die mit unserem Close Air Support zu bombardieren. Ja, der ist tot. Ich denke, ich kann mir das nicht erlauben, hier vorne das zu erobern. Wir müssen die Armee zusammenziehen. Structure destroyed. Research complete. Da wurde irgendwas zerstört. Die Division wurde zerstört, weil das Structure stand. Deswegen war ich gerade überrascht. Okay, also hier unten ist irgendwo ein Flugplatz, den will ich haben. So, jetzt kommt mein Angriff. Aber ich habe natürlich noch keine guten Waffen, also ich würde mir da nichts erhoffen von groß. Da kommen 5 Divisionen der NATO. Ab nach Mexiko. Wer kennt das nicht? Wenn wir um diese Stadt herum kämpfen, nimmt die Zivilbevölkerung extreme Schäden. Was nicht gut ist, wenn ich sie erobern würde, aber hey, vielleicht erobern wir sie auch nicht. Enemy Missile Detected.
Okay, der schießt damit irgendwas auf mich. Da kommt das her. Das wird ein Schiff gewesen sein. Aber hier ist irgendwie ein Flugplatz oder irgendwas. Die werden uns noch kennenlernen. Genau, also wieder diese Bombengeschichten, die sind nicht so super stark. Aber ist halt das Beste, was ich jetzt bieten kann, ne? Ich habe halt einfach den Drop ins Blinde gemacht und entsprechend zahle ich da jetzt einen Preis für. Machen so gut es geht. Da sind 1000 Flugzeuge da unten. Ich weiß ja nicht, wo der Flugplatz ist, ne? Ich würde jetzt einfach hier im Kreis fahren und hoffen, dass ich ihn finde. Kann auch sein, dass es ein Träger ist. Ich habe zu wenig Informationen. Der Krieg ist halt zu schnell losgegangen. Also meine Armee ist einfach zu schwach, ne? Hier vorne. Gucken wir, ob ich fliehen kann. Wenn die nebenbei bombardiert. Aber wenn jetzt die NATO kommt hier vorne, also das sind ja eine kleine 5, heißt 5 Armeen bringen die. Dann müsste das klappen. Meine Flotte ist auch unterwegs, dann kann ich die da unten gleich kaputt machen. Also wir bräuchten für unsere Armeedivision eventuell mal diese Flak-Geschichten. Die können. Ich weiß gar nicht, ob man das bei den Panzern hier vorne vergeben kann. Ich glaube, dass das tatsächlich diese Light-Sams sind. Genau. Also wenn ich die Light-Sams hier vorne mache, dann kriegt ihr das in die Panzer rein, dann kann ich die Flugzeuge besser abknallen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, das zuerst zu machen. Ja, aber mein Angriff war zu. Ich habe halt gedacht, ne, die Neutralen sind auf der ganzen Welt verteilt. Und dann ist das nicht so schlimm. Und jetzt habe ich halt einen Trupp nach dem anderen verloren hier. Und die reinforcen jetzt umsonst, ne? Das kostet ja, glaube ich, nichts. Wahrscheinlich muss man auch manuell bomben, weil wenn die jeden 10% machen, ne, dann heilen die ja maximal. Das kann man leider im Spiel nicht sagen, wie es das im Detail machen soll. Ist halt eine Frage der Steuerbarkeit. So fliegen halt unendlich viele Einsätze und ansonsten halt nicht, ne? Also das müssen die, glaube ich, noch ein bisschen verändern. Nein, verklickt. So, ich habe jetzt alle Bomber auf der Welt beordert zu diesem einen Panzer. 8 Stück. Und du gräbst dich da jetzt ein. Aber der macht den wahrscheinlich trotzdem platt. Zumindest vernichten wir dann auch mal einen. Ja, also mein Trägerverband, der kriecht über die Map. Ich glaube, der hat sogar aufgehört zu fahren aus irgendeinem Grund. Krieg gegen Neutral scheint mir wirklich toll zu sein. Wir haben auf jeden Fall trotzdem hier ein paar Punkte schon gewonnen, ne? Ich habe ja hier die Küste unter Beschuss und erobern die ersten Sachen. Aber ich habe einen großen Teil der Armee verloren. Die Frage ist halt, wo der hin will, in Mexico City, ne? Wie sieht es denn aus in Europa? Ja, da ist eine Flotte offensichtlich. Ist ja auch sehr hürdenlos, die da an die Küste zu stellen, die Anlage. Wenn man sie nicht verteidigt mit irgendwas. Ja, die NATO. Das ist ein Klotz am Bein, ganz klar. Ja, da unten. Also wenn ich da gleich mal hinfahre, dann können wir hiermit hoffentlich aufräumen. Burkina Faso. Irgendeine Stadt vielleicht? Kennt das nicht? Es stand ja gerade, dass ein Bomber gecrashed ist, weil durch einen Angriffsbefehl eben hatte die Reichweiten ignoriert. Na super. Bomber umsonst verloren. Gratulation, Chris. Okay. Also die Panzer, die haben gleich auf jeden Fall ihre. Die haben sie jetzt schon, ne? Genau, die haben jetzt hier vorne nämlich Light Sams. Das heißt, wenn jetzt gleich die Luftwaffe kommt hier vorne bei ihm und die stehen dicht genug beisammen, habe ich so einen dicken Sam-Schirm, dass ich alles kaputt mache. So, wenn wir das da unten noch erobern, haben wir den ganzen Sektor für uns erobert. Also es ist occupied. Genau, jetzt, das waren meine Sams. Ich glaube, occupied verliert ihr, wenn ihr da rausgeht.
Kannst ja gerade mal testen. Also wenn ihr alle occupied habt, kriegt ihr auf jeden Fall den ganzen Sektor. Dann bleibt der nach dem Krieg mit Frieden und so weiter erhalten für euch. Genau, jetzt haben wir es nämlich verloren. Also ihr müsst alles gleichzeitig occupyen. Das ist ein bisschen dumm. Das heißt, ich kann mit den Verbänden hier gar nicht. Das ist unten erobern, wenn ich zu dritt dahin möchte. Dann warten wir auf den Träger. Keine Ahnung, wo der hin will. Müssen wir vielleicht von dem Flugzeugträger ausmachen. Ah, gut, dass der gar nicht mitkommt, der andere Carrier. Ist ja gar nicht gefährlich dann. Okay. Auto-Engage. Ohne Air-Patrol sehe ich die wahrscheinlich zu spät, ne? Aber wenn ich das anmache, dann fliegen die halt in ihren Tod. Ich würde jetzt einfach mal das ausmachen. Klar, es ist besser, wenn ihr vorne eine Patrouille habt, ne? Aber die fliegen ja auch wie hier. Jetzt einfach piecemeal den gegnerischen Flottenfliegerverband. Und dann verliert man die umsonst. Ich weiß immer noch nicht genau, wo die NATO hin möchte. So, wir haben auf jeden Fall jetzt die ersten rudimentären Defense-Anlagen. Und jetzt könnte man halt mal gucken, ob wir unsere Naval ein bisschen verbessern. Ich glaube, das wird ja nicht ganz unwichtig. Nuclear Submarines, dann werden die einen Tick besser. Anti-Submarine brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Genau, Locating Submarines. Auch mal so einen Torpedo. Airdrop-Torpedo. Klingt halt so ein bisschen, als ob die auch U-Boote jagen. Machen wir es einfach mal gerade. Large Number Nuclear Missiles. Missile-Armed Warships. Bessere Cruiser, bessere Zerstörer, alles besser. Also das ist, glaube ich, gut, wenn man das alles verbessert. Ich wollte eigentlich Anti-Submarine Warfare haben, weil das sind ja hier nur die Sonars. Und ich frage mich, ob man dafür nicht auch irgendeine Waffe braucht, damit das halt besonders gut funktioniert. Also welche Waffe würden die jetzt schon benutzen, ne? Also ich bin mal alle durchgegangen. Also ich sehe jetzt nichts, was dezidiert Anti-U-Boot wäre. Ich unterstelle mal, wenn das aufgedeckt ist, weil das nicht nuklear ist, dass sie vielleicht auch vielleicht oben öfter fahren. Also kein nichts von denen hat irgendwie Anti-U-Boot. Aber ich meine, wir sind ja hier nach dem Zweiten Weltkrieg. Also eigentlich sollte jeder Anti-U-Boot-Bomben haben. Ich weiß nicht, was Anti-U-Boot-Waffen hier sind in dem Spiel dann. Also ich denke, die könnten das verdichten, wie es jetzt ist. Aber ich sehe keine Waffe, die halt, ne, Unterwasserbomben sehe ich da halt leider nicht. Wüsste auch nicht, wo ich die finde. Gibt da leider keine Suche. Also, keine Ahnung. Unterwasserbomben. Also ich hätte das bei Nebel halt hier gesucht, ne? Research complete. Vielleicht mal alles verbessern. Das sind ja ganz leichte Tags hier. Es geht ja recht schnell. Vielleicht ist das eben so nah enthalten. Advanced Underwater Weapons. Torpedo, Airdrop Torpedo. Also ich denke, der Airdrop Torpedo wird das sein. Research complete. Das wäre mein Verdacht. Genau, also hier steht das nochmal drin, dass das eigentlich gegen Dings ist, ne? Also, der Airdrop-Torpedo wird diese Counter sein. Das heißt, da haben wir hier eine ganz rudimentäre Fassung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Hardcore da reingehen müssen, die anderen Fassungen. Ich weiß nicht, wie viele U-Boote die haben. Das reicht jetzt erstmal für den Anfang wahrscheinlich. Also, die machen das mit Torpedos auf jeden Fall. Das wäre so die Message. Sonst können wir gerade mal gucken, welche Informationen wir neutral haben. Also der Geheimdienst sagt, dass neutral über einen recht großen Verband verfügt, hauptsächlich Zerstörer. Research complete. Genau, das hintere Schiff hat das noch an. Naja, also wie gesagt, meine SAMs, die ich jetzt ausgegeben habe für die Bodenstreitkräfte, die zerstören Flugzeuge, wenn die nicht in eine Riesenmasse kommen. Die NATO lässt sich gerade kaputt schießen. Ja, das ist halt die Flotte da unten, ne? Also deswegen fahre ich da ja auch hin. Aber ich brauche halt eine Ewigkeit, bis ich da bin. Also ich würde bei der jetzt nicht zu viel von erhoffen. Research complete. Also sobald ich die Airbase habe, kann ich mal besser scouten gehen.
Weiß aber auch nicht, was die NATO da anstellt. Sieht's aus in Europa? Okay. Also ich habe jetzt gleich ein Spyplane. Ich weiß gar nicht, ob ein AVEC drin war. Ich glaube, ein Spyplane und ein AVEC sind zwei verschiedene Sachen. Das eine patrouilliert halt, das andere fliegt einmal drüber. Und dann können wir hier mal gucken, was da genau ist im Detail. Ja, die NATO-Streitkräfte wurden vollständig aufgeraucht. Doch fünf Armees stand da. Fünf! Um Gottes Research Willen, was complete. für ein Fiasko war das denn? Das geht in die Wirtschaft, meine Herren. Ja, wir haben zumindest Teile hier besetzt, dass ja auch ein bisschen Industrie, was uns zugutekommt, was dem Gegner weggeht. Genau, ist nicht existent, die Industrie da oben. Belize. Ja, wir haben jetzt gleich unsere Base, dann können wir scouten. Und dann fährt die Flotte auch nicht ins Blinde. Wahrscheinlich ist es auch nicht gut, dass der so weit weg ist, aber ich habe mich eben verklickt. Research complete. Interessanterweise sind die Schiffe angeschlagen. Da war ja eigentlich nie ein Kampf gewesen, Production ne? complete. Er hat gepinkt. Achso, das war meine U-Boote wahrscheinlich. Ich vermute, dass die halt, wenn die einfach hoher See sind, dass sie Schaden nehmen, dass man die zwischendurch immer wieder zurück in den Hafen bringen muss. Das wusste ich halt noch nicht. Habe noch nicht mit Schiffen hier gespielt. Ja, das gilt ja für alle Schiffe anscheinend. Ich glaube, ich fahre die einfach dann zurück, die Teile. Nur kurz die Küste abfahren. Genau, du fährst direkt zurück. Informationen sammeln. So, wir haben unsere Base hier. Jetzt können wir gleich anfangen. Ja, Ground Forces vielleicht mal verbessern. Einfach mal so ein Ding durchgeben. Mass Destruction. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich da hin möchte am Anfang. Es gibt so nukleare Sprengköpfe für die Bodentruppen. Die sind relativ stark, hatte ich einen Eindruck. Genau. Nukleare Artillerie. Wenn man das beim Gegner macht, dann ist beim Gegner auch verseucht, ja. Sie fragen, ob man den erobern oder ausrotten will. Wir haben die ja sogar schon, ne? Ja, schwierig. Nuklear, wir machen es mal. Klingt ja nett. So, und ansonsten hier mal verbessern die Waffensysteme von unseren Flugzeugen komplett. Ja, Produktion. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder Bodentruppen herstellen. Die AA-Gunsights braucht man für fast gar nichts, habe ich einen Eindruck. Aber ich bin natürlich noch ganz neu in dem Spiel. Das ist wahrscheinlich wieder Short Range, Long Range, ne? Die können wahrscheinlich auch Raketen dann abfangen. Kleinere, vermute ich. Genau, also wir machen einfach mal hier eine Bodentruppe. Eigenen Radar mitnehmen. Kurzzellenbatterie. Genau, ansonsten nehmen wir einfach mal die Dinger hier mit. Falls eine dicke Rakete kommt, können wir die abholen. Ich nehme einfach mal so eine ganze Operation mit. Ja, es wird dann ein Armeeblob, der quasi alles kann. Das wäre so der Gameplan. So, jetzt können wir hier die Base bauen. Ich muss gleich Verteidigungsanlagen auf jeden Fall auch bauen, damit das Sinn macht. Hier drumherum, ne? Dass das nicht angegriffen wird. Wenn das irgendwann sichtbar wird, dann aua. So, da ist jetzt aus irgendeinem Grund, ist da derzeit nur ein Fighter drin. Dann fehlt mir wahrscheinlich ein Tech dafür, ne? Weil das möchte ich schon ganz gerne haben. Tja, jetzt weiß der liebe Gott nur, welcher das wäre. Bei Flugzeugen vielleicht? Aircraft. Dritte Generation. Das sind nur bessere Flugzeuge, was natürlich auch mal nice ist. Makeshift Airbase. Intercept. Zweite Generation. Long Range. Highspeed Bomber. Spyplanes, genau. Und AVEX. Die will ich haben. Jet-powered Heavy Airframe. Was verbessert die Dinger dann, aber hey, will ich Helikopter noch? Die Spyplanes, darum ging es mir eigentlich gerade.
Also das für den Luftkampf gleich, das geht nicht anders. Und die Spy Planes, die alle nach oben. Sonst bringt die Base nichts. Ich würde da ganz gern wissen, wo ich da jetzt reinfahre gerade. Da ist noch jemand. Research complete. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch Verteidigungsanlagen ringsherum gegen Raketen. Was ist das? Research complete. IBM-Site neutral. Ist ja klar, die Schweiz, die buddelt sich wieder ein. Das war ja so klar. Wobei die gar nicht neutral ist, die neutrale Schweiz ist ja im Krieg mit uns gerade, ne? Ah, Schweizer. Die wollen die Welt erobern, ich hätte es eigentlich immer gewusst. Research complete. Aber irgendwas an den Küsten. Research complete. Also scheinen keine Research Anlagen an der Küste complete. gebaut zu sein. Flotte haben wir, glaube ich, auch noch keine gesichtet. Wenn die zwischendurch mal sichtbar gemacht werden, kommen die ja in diese Übersichtsliste von, ne, identifizierten Zielen. So, da vorne haben wir den Gegner. Das heißt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um hier mal loszusägen. Wenn ich jetzt Auto-Engage habe, startet. Ich teste nur mal gerade, ob er automatisch startet, wenn der Auto-Engage anhat. Nee. Los geht's, Freunde. Da ist eine Flotte. Research complete. Research complete. So viel zum Scouten. Nee, der klickt dann alle Schiffe leider an. Die bleiben auch in diesem Verband, die fahren dann gleich wieder zurück. Ich will die jetzt nur vorfahren lassen. Und der Carrier, Research der kann ja complete. hier hinten bleiben. Genau. Wie ist denn das hier vorne mit der Bestückung der Waffen? Airdrop-Torpedo. Also mein Verdacht ist halt, das steht halt nie dran im Spiel, dass es halt wirklich nicht gegen Schiffe funktioniert. Obwohl es Airdrop-Torpedo. Naja. Hier vorne, was kann man denn da reinpacken? Konfigurationen. Rocketports, Ems, Bomben, Kilonukes. Haben wir sogar ein paar. Wollen wir dann einfach eine Kilonuke auf die Bombe Dings da schmeißen? Und dann den Carrier halt einmal ordentlich hier bomben. Huch. Würde das ganz gerne vernichten auf jeden Fall. Okay, tot. Glaube, die eine Bombe ist durch. Keine Bomben mehr, ja, du, dann lad halt was anderes ein. Also AGMs brauchen wir auf jeden Fall. Einfach mal zum Scouten, damit ich sehe, was da los ist, selbst wenn ich ein paar abgeknallt bekomme. Ah, hier kann man sogar jetzt einstellen, was die machen können. Machen wir alles Auto an. Dass er einfach alles anmacht. Ist ja langsam wird es komplex, das Ganze. Structure destroyed. Kann gerade nicht gucken. Ja, ich vermute mal, die Flotte hat es hinter sich. Wir haben sie, glaube ich, versenkt. Dann versuchen wir jetzt die Research complete. Küste unter Beschuss zu nehmen. Ich muss dann gleich auf jeden Fall zur Reparatur auch da oben bei mir. Ist wahrscheinlich nicht unwichtig. Oh, genau, das war das, wer ich die Flotte versenkt habe. Ist eine riesen Panzerarmee hier hochgefahren, hat meine Truppe vernichtet, ja, mit Expeditionsforces. Ja, gut. Tatsächlich haben die auch, hier, man sieht ja diese Verseuchung, irgendwelche Atomwaffen benutzt. Ja, die haben nukleare Artillerie. Aber wir verseuchen natürlich ihr eigenes Land, ne? Die sterben dann da, die Bevölkerung. Aber meine Armee wurde ausgelöscht, dafür habe ich die Flotte ausgelöscht. Ja, mit den, in dem Fall sind das Mexikaner nur. Ist nicht gut Kirschen essen.
Ja gut, aber so langsam kriegen wir Informationen über den Feind. Research complete. Ich brauche auf jeden Fall Bodentruppen mehr. Interceptor. Ja, keine Ahnung. Braucht man sowas? Das ist um Bomber zu holen, vermute ich, oder? Against other aircraft at long range. Wenn du pull against enemy fighters that are close enough to attack. Genau, AVAX, Bombers. Kann ich alles bauen. Aber bessere Luftwaffe ist, glaube ich, ganz okay, zumal das auch nicht so viel kostet. Ja, Bodentruppen ist halt so ein Problem bei uns, ne? Verbessern wir das alles mal so ein bisschen. So, alles verbessern. Bodentruppen eben. Aber ja, wir müssen eine neue Armee erstellen. Also diese Kriege sind halt relativ teuer, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Ich werde jetzt hier die ganze Küste einfach bebomben. Warte mal gerade auf den Flottenverband. Ja, die sind noch einsatzbereit genug. So, wir haben jetzt auch unsere Flugzeuge hier, genau. So, jetzt kann ich nämlich einmal hier drüber fliegen mit dem Spyplane und das andere fliegt hier rüber. Und dann wissen wir, was Sache ist. Können wir alles automatisieren gerne. Jamming Equipment haben die derzeit. Da muss man gucken, ob sich das halt lohnt. Kann ich anders machen, okay. Ich habe eigentlich gerade das AVAX gesucht. Da sind die Dinger. Die bleiben nämlich über dem Luftraum. Ist jetzt ein bisschen riskant, muss man sagen. Aber ich glaube, die Luftwaffe hat sich ja mit den Trägern jetzt verabschiedet. Am Boden habe ich eben keinen Flughafen gesehen. Und wenn wir die Luftüberlegenheit wirklich in diesem Umfang haben, dann kann ich ja jetzt anfangen, einfach rund um die Uhr den Gegner zu bomben, vielleicht die Städte auch zu bomben. Das wäre, glaube ich, ganz okay. Und so wie ich neutral verstehe, ist das ja die gesamte südliche Hemisphäre. Ja, ist ja nicht nur, dass sie Mexiko sind, auch wenn das gerade so aussieht. Ja, da sind keine Installationen, die wir kaputt machen können. Zumindest keine, die ich sehe. So, jetzt haben wir das einmal jetzt geordnet. Jetzt kommen die AVAX, um diese Sicht quasi zu erhalten. Ja? Und dann räumen wir da gleich auf. So, der Verband ist gleich wieder in einer Formation, die Sinn macht. Und dann fange ich jetzt an, die dummen Dusselig da unten zu bomben. Die Frage ist halt, wann bombt man die tot und wann erobert man die wahrscheinlich? Im Moment haben die so starke Research Bodenstreitkräfte, complete. dass ich wahrscheinlich. Genau, dass ich wahrscheinlich lieber hingehe. Ja, die haben da jetzt SAMs, das meine Flugzeuge werden jetzt abgeknallt, wenn man da drüber fliegt. Genau, also wahrscheinlich ist besser, ich kann die ja nicht erobern, weil die zu stark sind am Boden. Vielleicht rotte ich die einfach aus, ja. So hart das auch klingen mag. Das machen wir dann im nächsten Videoteil. Ich bin erstmal weg für heute. Ciao, ciao.